Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zum nächsten FC 25 Video. Heute Abend, 0 Uhr, da kommt die Ultimate Edition raus, also die Vollversion für alle, die vorbestellt haben. Und da gibt es für euch heute Tipps, wie ihr reinstarten müsst. Soll man direkt Packs öffnen, vor allem mit den FIFA Points, die man ja am Anfang bekommt, 4600 FIFA Points. Wie tradet man zu Beginn und welches Gameplay sollte man machen, also in welche Modi sollte man reingehen. All das sprechen wir heute durch, damit ihr am Anfang gut reinstartet. Und für alle, die Trading-Tipps direkt aufs Handy bekommen wollen, kommt sehr gerne in den Discord. Alle Infos sind in der Beschreibung. Ihr könnt entweder 10 Euro im Monat zahlen oder 50 Euro für die komplette FC 25 Season. Starten wir direkt mal rein mit dem ersten Thema, und zwar: wie sollte man seine 4600 FIFA Points oder FC Points eben ausgeben? Und dafür gibt es jetzt einige Optionen. Mein Favorite, ganz klar, Packs ziehen. Wieso? Ihr startet um 0 Uhr rein und habt durch Packs direkt Budget. Ihr werdet direkt liquide und könnt direkt mit dem Trading starten, und das ist relativ wichtig. Am Anfang geht alles relativ schnell, es ist super kurzweilig, und deswegen empfehle ich euch, den meisten Teil eurer FIFA Points in Packs zu investieren. Die zweite Option ist natürlich, dass ihr in Foot Drafts reingeht, und da muss ich sagen, macht das wirklich nur, wenn ihr gut seid. Und ein neues FIFA ist auch immer ganz anders, man hat die Meta noch nicht ganz draußen, und da in den ersten Stunden direkt Drafts zu gewinnen, ist nicht leicht. Es ist relativ verschwitzt am Anfang, muss man einfach ganz klar so sagen. Deswegen, ich empfehle euch Drafts nur, wenn ihr euch relativ sicher seid, dass ihr mal zumindest in die dritte Runde kommt und vielleicht sogar das Draft regelmäßig gewinnen könnt, weil dann kriegt ihr halt direkt Rewards bar auf die Hand, und das ist halt auch richtig geil, um Münzen zu machen am Anfang. Aber der Nachteil ist hier halt, es kostet euch relativ viel Zeit, und die Zeit könnt ihr besser investieren teilweise. Ihr könnt natürlich theoretisch eure Points auch in Evolutions stecken, aber das empfehle ich euch überhaupt nicht. Das ist aus meiner Sicht das wirklich sinnloseste. Wenn ihr dann übrigens die ganzen Packs öffnet am Anfang, werdet ihr öfter mal zu Momenten kommen, hoffentlich zu Momenten, wo ihr euch denkt, hey, soll ich den Spieler jetzt verkaufen oder nicht? Der ist halt einiges wert. Ich kann euch grundsätzlich sagen, so Metaspieler und so, wie jetzt Mbappé, Valverde, Haaland und so, so ganz krasse Karten, definitiv behalten. Die sind so Montag, Dienstag an ihrem High ungefähr. Da werden natürlich auch Tipps im Discord dazu kommen, das ist eh klar, aber am Anfang in Metakarten zu investieren ist immer klug, und ansonsten würde ich das meiste verkaufen, also irgendwelche Stadionsachen, irgendwelche Manager, die nichts kosten einfach. Man muss aber auch immer schauen trotzdem, wer was kostet. Also das Prozedere ist folgendes: ich würde ein Pack öffnen jetzt an eurer Stelle, so zack, du gehst rein, Pack öffnen. Ich habe, glaube ich, gefühlt noch nie ein Pack mit Coins geöffnet. Das empfehle ich euch übrigens nicht. Also natürlich keine Packs mit Coins öffnen. Ja, und dann schaut ihr halt hier einfach kurz nach, okay, wer kostet was, wer kostet nichts. Einfach Preisvergleich reingehen mit Dreieck. Dann könnt ihr kurz schauen, okay, kostet er was oder nicht. Es ist schon oft so, dass jetzt zum Beispiel ein Evander am Anfang was kosten würde, weil der ist halt Brasilianer und spielt in einer anderen Liga als der brasilianischen, und dadurch wird er für Starter-SBCs gebraucht und für diese fortgeschrittenen SBCs. Das ist ganz interessant. Verträge wird es nicht mehr geben natürlich, und auch Chemistry Styles immer nachschauen. Hunter und Shadow beispielsweise würde ich auch behalten, aber das, wie gesagt, ist im Discord teilweise noch mehr dann aufgeschlüsselt, beziehungsweise werde ich euch noch posten alles, aber ja, ich denke mal, es ist einfach klar, dass ihr am Anfang Coins braucht, deswegen so Karten könnt ihr einfach auch abstoßen oder halt für Mindestpreis verkaufen, und wenn sie sich halt nicht verkaufen lassen, ja, dann stoße sie halt von der Transferliste ab. Genau, und Metakarten halt, wie gesagt, behalten, beziehungsweise auch am Anfang in Metakarten investieren. Das ist natürlich auch ganz, ganz logisch. Und ja, okay, dazu kommen wir gleich. Ich sage schon viel zu viel auf einmal. Genau, was macht ihr, wenn ihr dann jetzt hier auf jeden Fall die Packs geöffnet habt? Dann würde ich euch empfehlen, geht in Squad Battles rein. Warum Squad Battles? Da wurde eine fette Änderung vorgenommen. In den Pitch Notes von EA steht nämlich drinnen, dass die Spielzahl von 32 auf nur 14 Games runtergestuft wurde, was natürlich komplett anders ist jetzt. Also empfehle ich euch definitiv ganz klar, spielt am Anfang Squad Battles, auch wenn es nicht der spannendste Spielmodus ist, aber du wirst in Squad Battles easy einfach ein paar Münzen dadurch machen, weil du da am Sonntag in der Früh, ich glaube 9 Uhr oder so, da kriegst du dann Rewards, und das ist halt richtig geil, weil du dann Sonntag in der Früh schon deine ersten Rewards hast, Tradable Rewards, bar auf die Hand, und damit hast du halt schon mal ein dickes Startkapital. Das ist vielleicht auch ganz wichtig am Anfang so, traden ist das eine, und das ist auch sau wichtig. Ich erkläre euch auch gleich, wie ihr während ihr Spiele macht und so dazwischen immer traden sollt, kommt gleich noch.
Aber was sau wichtig ist, ist, dass ihr spielt, weil dieses Zocken hier einfach, das bringt euch so viele Coins durch Rewards. Jedes Game bringt euch 500 Münzen oder so. Ihr macht dadurch diese Meilensteine und alles. Also spielt wirklich, was das Zeug hält. Dann würde ich euch empfehlen, Meilensteine reingehen, Freunde. Ihr kennt das ja alle, also hier bei den Zielen. Einmal die ganzen, boah, was ich hier alles noch offen habe, die ganzen Meilensteine. Zack, einmal das alles abschließen. Da gibt es Meilensteine, die sind wirklich relativ leicht abzuschließen. Ihr seht hier, ich habe das damals auch nicht alles gemacht, aber einige von diesen Sachen werdet ihr sowieso abschließen. Also zum Beispiel 10 Squad Battles Siege werdet ihr wahrscheinlich das Pack bekommen, sowieso, weil ihr halt Squad Battles spielt. Aber es gibt hier wirklich krasse Rewards, also teilweise unfassbare Rewards. Hier, glaube ich, zum Beispiel ist eines dabei mit hier 100 Tore ist ein 55k-Pack, 250 Tore ein 100k-Pack. Also das ist schon sehr, sehr heftig und das könnt ihr beispielsweise im Freundschaftsspielmodus machen, weil das geht in jedem Modus. Hier steht es auch, könnt ihr in jedem beliebigen Modus machen. Das wird sehr wahrscheinlich dann eben in FC 25 jetzt dann auch genau gleich sein. Ich empfehle euch übrigens komplett euer Team untrade zu halten am Anfang oder mit Investments, weil diese ganzen OP-Starter-Spieler, wie jetzt irgendein Spieler, der halt 5 bis 10k kostet, zum Beispiel ein Joelinton oder so am Anfang, der kann auch gut und gerne mehr kosten, aber diese Karten droppen meistens sehr, sehr schnell. Also nach dem ersten Wochenende kosten die schon weniger und ihr kennt die Verläufe, Freunde, diese Preisverläufe. Ich habe sie euch schon so oft gezeigt, diese Karten droppen einfach unfassbar schnell. Deswegen lieber Untrade-Team mit Metakarten-Invests. Also jetzt hier, wenn man einfach mal reingeht, Joelinton und sich den Graph anschaut, Freunde, das ist bei ganz vielen Karten so, die am Anfang eben was wert waren und halt aber nur in den Starter-Teams gespielt wurden, die droppen halt sehr schnell. Das seht ihr hier am Freitag, also genau eben heute 0 Uhr, da sind sie am meisten wert und dann droppen sie sehr stark runter. Und diese Verluste müsst ihr nicht machen. Holt euch nicht einen Spieler für 15k und ja, verkauft den dann hier ein paar Tage später gefühlt für 5, 6k. Das ist komplett unnötig. Holt euch solche Spieler nicht ins Team, die werden einfach nur nach unten droppen. Ja genau, nach diesen Meilensteinen und so würde ich euch dann empfehlen, am ehesten in Rivals reinzugehen. Da wurde die Spielzahl erhöht, aber die Rewards sind halt heftig und die kriegt ihr am Donnerstag dann die Rewards. Auch, glaube ich, direkt in der Früh, meines Wissens nach. Und ja, wenn ihr Foot Champions oder so schon die Quali spielen könnt, könnt ihr das eigentlich auch machen. Da kriegt ihr auch schon Packs. Moments könnt ihr natürlich machen, da kriegt ihr auch Packs. Aber das ist relativ zeitintensiv und bringt euch nicht so viel. Deswegen Moments auf jeden Fall eher hinten anstellen. Und welche Rewards es dann bei Rush und so geben wird, das werdet ihr dann sowieso noch sehen. Also Freunde, Packs öffnen mit den FIFA Points, viel Gameplay spielen für Rewards und dazwischen, zwischen euren Spielen, traden, Freunde. Traden ist sehr, sehr wichtig am Anfang und es gibt, würde ich sagen, drei Sachen, die am allerwichtigsten sind. Es gibt noch endlos viele Methoden. Da werden Videos kommen, da werden Posts im Discord kommen, das ist eh klar. Aber um es kurz zu halten, meiner Meinung nach die drei wichtigsten Sachen: bieten, beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge, snipen, bieten, investieren. Das ist meiner Meinung nach der Way to go. Gut, starten wir mit dem Sniping. Sniping, wie funktioniert's? Ich glaube, ihr wisst es mittlerweile alle, snipen tut man in der Web-App. Das ist unnormal wichtig, weil du bist auf der Konsole niemals so schnell wie in der Web-App. Das heißt, auch heute Abend nicht auf der Konsole snipen. Ihr werdet nicht schneller sein. Sniped in der Web-App. Welche Spieler ihr snipen sollt, ist wirklich komplett euch überlassen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt Spieler snipen, die ein niedriges Rating haben und dadurch oft in die Packs kommen oder beziehungsweise ja oft gezogen werden. Dadurch werden sie auch häufiger auf den Markt gespült. Ganz grundsätzlich, Freunde, Sniping funktioniert übrigens deswegen so gut, weil alle Leute Packs ziehen. Alle Leute ziehen am Anfang Packs. Dadurch werden so viele Spieler auf den Markt gespült. Und da könnt ihr euch günstig Spieler abgreifen. Viele Leute werden diese ganzen Karten viel zu günstig anbieten. Und da macht ihr einfach massiven Profit, weil ihr so viele Schnapper machen werdet. Genau, also Spieler, die niedriges Rating haben, Spieler, die bei SBCs gebraucht werden, die durch SBCs auch viel wert sind. Rated-Karten könnt ihr theoretisch snipen. Ihr könnt auch versuchen, Metakarten zu snipen. Ihr könnt OP-Starter-Spieler snipen. Snipet einfach alles, was kostet. Meine Empfehlung ist halt, wie gesagt, niedriges Rating kostet aber trotzdem was. Also die beiden Sachen kombiniert. Niedriges Rating, aber der Spieler kostet was. Weil die Spieler kommen oft auf den Markt und die kann man dann halt einfach super snipen. Funktioniert am besten, dann direkt verkaufen auch wieder und that's it. So, wie snipet man genau? Wie gesagt, Tutorial anschauen am besten. Das Tutorial findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Vom letzten Jahr noch aus FC24, ist aber egal, es ist genau dasselbe Prozedere. Einfach sucht einfach auf YouTube FIFA Allstars
Sniping Tutorial Web App, dann kommt ihr zu dem Video, schaut euch das in Ruhe an, es wird euch Gold bringen. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann, dass einem etwas Gold bringt, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Das zweite, was ihr machen müsst, ich habe hier einfach ein paar Spiele euch nur gezeigt zur Veranschaulichung, weil was soll ich euch da jetzt zeigen, ich bin halt noch nicht in der Vollversion drin. Das zweite, was ihr machen müsst, bieten, 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 ohne Ende, Freunde, wirklich ohne Ende, und zwar ab 1 Uhr. 0 Uhr snipen, weil alle Leute Packs ziehen, ab 1 Uhr bieten, weil da die Sachen auslaufen, die ab 0 Uhr gezogen werden. Ja, ihr versteht langsam, wie ich es meine. Beim Bieten müsst ihr wirklich komplett dreist sein. Ich habe letztes Jahr mit Torhütern sau viel Gewinn gemacht aus der Premier League beispielsweise. Die waren halt einfach ein bisschen was wert, haben so über 2.000 gekostet. Ich habe die unter 1.5, teilweise unter 1.000 Münzen erboten, ne? Und wirklich so leicht Profit gemacht. Und da gibt es hunderte Beispiele, wo Leute im Discord damals auch super Gewinne gemacht haben. Es ist so leicht gewesen. Also einfach bieten, 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 was das Zeug hält. Beispiel jetzt Arda Güler, sagen wir, der kostet einfach 1.000, 2.000 Münzen. Weiß ich jetzt nicht, was der am Anfang dann von der Vollversion dann vor allem kostet, wenn er dann oft gezogen wird. Aber sagen wir, er kostet 1.500 Münzen, bietet einfach 700 Coins auf 10 Stück und schaut einfach, ob was durchrutscht. Geht dann auf eure Kandidatenliste und schaut auch, ob ihr dann nachbieten könnt und versucht einfach zu bieten. Es ist so leicht. Ich kann euch nicht viel mehr dazu sagen. Auch wieder auf Spieler gehen, die niedriges Rating haben und trotzdem was kosten. Ihr könnt auf Chemistry Styles gehen. Ihr könnt auf Non-Rares gehen, die bei SBCs gebraucht werden. Es gibt 100.000 Möglichkeiten, aber seid dreist. Seid richtig frech, okay? Seid richtig frech und bietet. Einfach, was das Zeug hält und bietet richtig niedrig. Und schaut einfach, ob ihr was kriegt, weil da so viele Leute die Packs gezogen haben, dann kommen so viele Spieler auf den Markt und dann könnt ihr euch da ein paar rausschnappen und die dann wieder teurer verkaufen. Es ist so leicht am Anfang. Das dritte, was eben sehr wichtig ist am Anfang, investiert in Metaspieler, weil eben auch ganz viele Leute Packs ziehen, ist obvious, und dadurch sind die Spieler wieder günstig auf dem Markt und ihr könnt eben investieren. Das werdet ihr nicht in der ersten Sekunde machen, weil ihr nicht so viele Coins haben werdet. Aber wenn ihr dann mit den ganzen Methoden, mit Sniping und vor allem auch mit dem ganzen Gameplay, mit Bieten und mit 100.000 anderen Methoden, mit euren Starterpacks und so, wenn ihr da dann einfach ein paar Coins zusammen habt, könnt ihr euch so Spieler holen wie zum Beispiel Van Dijk. Die sind auch nicht unendlich teuer, also das hält sich echt in Grenzen, aber diese Karten steigen halt am Anfang. Van Dijk zum Beispiel am Anfang gewesen, eben heute 0 Uhr sozusagen, dann bei 180.000, die droppen und steigen dann immer so ein bisschen, das verändert sich natürlich. By the way, wie viel Werbung ist eigentlich auf Footbin? Das ist wirklich crazy, also das ist wirklich teilweise schon sehr, sehr nervig. Weil es auch so ablenkt, weil sich immer was bewegt. Also es passt auch gar nicht zum Kontext, die Werbung. Es bewegt sich einfach nur irgendwas und es geht um irgendwas anderes. Das ist total nervig, finde ich. Auf jeden Fall hier 180.000 Van Dijk am Freitag und dann hier Dienstag war er bei 313.000. Und das ist bei allen Metaspielern so gewesen. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, Freitag investieren, also so früh wie möglich in den ersten Stunden. Und dann dementsprechend hier am Montag, Dienstag circa verkaufen. Die Preisverläufe sind sicher nicht genau gleich, aber ähnlich. Und wir könnten jetzt noch etliche Details besprechen zu diesem ganzen Video sozusagen, also wie man gut reinstartet auf der Konsole. Aber ich denke, dass das jetzt mal die wichtigsten Basics waren. Das sind die Infos, die ihr wissen müsst. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Und es gibt aber natürlich sau viele Methoden, die ihr machen könnt, sau viele Trading-Tipps, die ihr machen könnt. Ihr müsst auch nicht alles genauso machen, wie ich es jetzt gesagt habe. Das ist auch nur eine Empfehlung meinerseits. Gut, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben gerne da lassen. Das unterstützt die Videos immer extrem. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Guten Start natürlich heute Abend in der Vollversion oder bei der Vollversion. Ich wünsche euch was, Freunde. Bis dann. Habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.